Ich versuche in den nächsten 15 Minuten mal so viel Info wie möglich reinzupressen. Wenn es zu schnell wird, Fragen stellen oder Hand heben. Ich will euch erklären, wie wir versuchen, unsere Reise zur integrierten Videomessung zu gehen und wie wir auch erreichen möchten, dass wir euch dazu einladen. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Klicker funktioniert. Das tut er nicht. Ich muss schon auf Play drücken, oder? Ja, so. Geht. Dankeschön. So, ganz zu Anfang erstmal. Was ist die Aufgabe? Werbetreibende verlangen eigentlich in allen Märkten, wir sind aktuell in 5 Märkten aktiv, in Kroatien, in Österreich, Deutschland, Bulgarien und Serbien. Und wir sehen, dass egal wohin wir schauen, auch wenn wir andere Märkte uns anschauen, in denen wir starten möchten, global wird nach einem System für integrierte Kampagnen gesucht, weil aktuell überall immer nur Puzzleteile vorliegen. Das kennt ihr selbst aus der Planung, aus der Buchung. Ihr müsst 1000 verschiedene Systeme ansprechen und die Analysen sind auch unterschiedlich breit und tief, die ihr bekommt. Dazu kommt jetzt, dass 79% des globalen Video-Ad-Spend auf TV entfallen und TV oftmals eher undurchsichtig ist. Wenn man bei Facebook angenommen 5.000 Euro investiert, dann bekommt man Zugang zu einem Dashboard, kann alles von hinten bis vorne komplett durchanalysieren, auf Personas runterbrechen oder auf Einzelpersonen runterbrechen im Zweifelsfall. Im TV bekomme ich, wenn ich jetzt mir den deutschen Markt zum Beispiel anschaue, aktuell durchschnittliche Werbeinselreichweiten, in denen mein Spot gelaufen ist und weiß daher nicht genau, an welcher Stelle er gelaufen ist. Lief er mit einem Wettbewerber in der gleichen Insel zum Beispiel? Und das macht es natürlich etwas schwer. Ich muss immer so winken hier. Dazu kommt, was wir sehen, ist natürlich, dass werbefinanzierte Streaming-Modelle auch jetzt langsam aber sicher in den Markt kommen. Also ich meine, eins gibt es ohnehin schon seit langer Zeit. Der Platz hier ist YouTube riesengroß. Daneben auch TikTok zum Beispiel ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als eine Art Fernsehkonsum. Dass die Jugendlichen, die TikTok nutzen, schauen das natürlich anders als wir hier. Wir sitzen vielleicht auch noch mal vor Bauer sucht Frau 1,5 Stunden. Die schauen in den 1,5 Stunden ungefähr 400.000 Kanäle durch. Nichtsdestotrotz, die Nutzungszeit auch wieder 1,5 Stunden. Was wir sehen ist, ganz klar, die Bewegtbildnutzung auf dem Big Screen steigt damit weiter. Wenn jetzt Netflix auch noch mit einem werbefinanzierten Angebot startet, das wird dieses Jahr noch der Fall sein. Prime Video wird mit Freevee kommen und dann bleibt natürlich abzuwarten, ob jetzt Apple und Disney auch in die Richtung gehen. Hulu ist ja sowieso schon werbefinanziert. So, das Haus der Videomessung. Was heißt das? Was wir sehen ist, dass es im Endeffekt so 5 elementare Puzzleteile gibt, die wichtig sind. Das eine sind natürlich Telcos, die Telekommunikationsanbieter sitzen auf einem wahnsinnig großen Datenschatz, weil sie im Endeffekt immer noch die größte Reichweite im Bereich TV generieren. Vodafone allein hat 13,5 Millionen TV-Kunden, das heißt, ist mit der größte Anbieter direkt von TV. Daneben natürlich gibt es die Sender selbst, die bei der HBB-TV-Messung bereits einiges an Daten sammeln. Die Hersteller sammeln unglaublich viel an Daten. Das Ganze in Deutschland hier ist ja die AGF mit ihrem Panel sehr erfolgreich. Ist ja klar, das ist die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung der Fernsehsender. Das heißt, ein Panel ist natürlich auch elementar für die Videomessung. Und dann, das ist so die Spitze oben, das Dach, die First-Party-Daten von Plattformen, also von App-Anbietern, die bisher eher noch proprietär oder alleine unterwegs sind und sich selbst messen und ausweisen, was natürlich schwer macht, im Endeffekt ein ganzheitliches Bild zu bekommen. Wir haben das Ganze noch mal so ein bisschen betitelt. Das eine bei den Telcos, technologische Basis, Fallzahl, Skalierbarkeit. Dann natürlich das Panel, das dient als Validierung und Kalibrierung. Und der so das Silo-Breaker deshalb, weil es unglaublich schwer ist, da bilateral reinzuschauen. Ich erzähle aber gleich noch was dazu. Und natürlich Skalierbarkeit. Muss euch immer winken hier. So. Wir sind gestartet vor ungefähr einem Jahr hier in Deutschland zusammen mit Vodafone. Da gehe ich gleich ein bisschen näher drauf ein. Wir bekommen die Daten von rund 1 Million Endgeräten aus dem Vodafone-Universum. Jetzt habt ihr gerade, wenn ihr aufgepasst habt, gehört 13,5 Millionen Kunden. Woran liegt das, dass wir nur 1 Million messen? Ist relativ simpel erklärt. Es gibt sehr viele Anschlüsse, die sind reine Basiskabelanschlüsse. Die haben keinen Rückkanal, dementsprechend können wir da die Daten nicht messen. Es gibt sehr viele Haushalte, die über ihre Wohnungsbaugenossenschaft im Endeffekt den TV-Vertrag haben. Entsprechend können wir da auch nicht messen, weil da davor eben die Wohnungsbaugenossenschaft hängt. Es gibt insgesamt so innerhalb von Vodafone Potenzial auf 4,5 Millionen Kunden. Das liegt einfach daran, die haben in den letzten Jahren sehr viel Anbieter gekauft und dementsprechend migrieren wir mehr und mehr Boxentypen verschiedene Softwareplattformen innerhalb dieser Boxentypen dann. Was heißt das
So. Was heißt das im Detail? Anonymisiert bekommen wir die Nutzungsdaten, wie gesagt, von 1 Million Vodafone-Haushalten und wir kombinieren das Ganze mit weiteren Datenquellen, EPG-Daten, EDI-Files, damit wir wissen, wie eigentlich der Spend in den Inseln ist. Und dann haben wir dazu noch eine Software selbst entwickelt, die im Endeffekt sieht, was auf dem Fernsehen läuft. Das ist unsere, die lernt auch selbstständig. Wir lernen im Moment mit einer so Genauigkeit von 99,5% erkennt die Software, was für ein Werbespot dort läuft. Das Ganze funktioniert relativ simpel. Wir haben eine Logo-Erkennung da drin. Das heißt, wenn der Spot läuft und am Ende kommt das McDonald's-Logo, das Burger King-Logo, dann erkennt die Software das sofort. Die Software ist so genau, dass sie, wenn zum Beispiel ein Burger King-Spot läuft und am Ende in diesem Legal Disclaimer, also ganz kleiner Fliegenschiss ist, der sagt, auch Payback-Punkte sammeln, dann würde dieser Spot oder wird dieser Spot sogar erkannt als Payback-Spot, weil die Software das so genau erkennt. Zusätzlich haben wir eine Objekterkennung installiert. Das heißt, unsere Software ist auch in der Lage zu erkennen, wenn das Logo sich bewegt. Wir hatten eine Frage von einem Kunden, der hat gesagt, die Frau Merkel, die ist ja bei ihrem Zapfenstreich mit einem Auto vorgefahren. Wir würden doch gerne wissen, welchen Mediawert das eigentlich hatte, weil dieses Auto so ein paar Mal schön im Bild war. Und die Software kann eben das Logo dieses Autos gut erkennen. Werbewirkung und wie heißt das so schön, Werbewirkung, wer weiß, was für ein Fahrzeug das war? Keiner in den Zapfenstreich geschaut. Oder alle so fasziniert gewesen von der Band am Ende? Skoda? Nein, es war ein Audi A8 in dem Fall. Das war so ein bisschen das Besondere dran. Okay, aber irrelevant hier. Das heißt, wir haben diese Erkennung noch und was wir jetzt noch zusätzlich launchen werden, ist eine Audioerkennung. Das heißt, wir können dann auch noch Spots unterscheiden, die bildlich identisch sind, aber nur vom Ton sich unterscheiden. Wie gesagt, das Ganze kombinieren wir und können so eben... bin ich zu weit gegangen jetzt? Nee. Sorry. So, und so können wir eben durch diese Kombination dieser breiten Fallzahl mit der Videoerkennung genau sagen, an der Stelle in dieser Werbeinsel lief ein Edeka-Spot und im Endeffekt auch die Spot-Reichweite ausweisen, die View-Through-Rate ausweisen, weil wir eben auf so einer breiten Fallbasis unterwegs sind und eben nicht panelbasiert, können wir sagen, okay, so gut wurde dieser Spot durchgesehen. Wir rechnen ja nicht hoch. Und können natürlich auch eine inkrementelle Reichweite ausweisen. Das heißt, wir können sagen, wie viele Nutzer sind denn jetzt eigentlich noch dazugekommen oder wie viele Endgeräte, das ist wichtig. Und natürlich hier auch nochmal ein Beispiel, wie lag eigentlich die Spot-Reichweite im Verhältnis zur durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite. Was natürlich den Werbetreibenden extrem hilft, ihre Kampagne, ihre TV-Kampagne nicht nur transparent schon am Folgetag einzusehen, sondern auch daraufhin zu optimieren. Als nächstes werden wir selbst auch ein Panel starten. Das dient uns dazu, Soziodemografie und Repräsentativität herzustellen. Wie sieht das aus? Wir werden im August aller Voraussicht nach starten. Wir rekrutieren derzeit 10.000 Haushalte dazu aus dem Vodafone-Universum. Jetzt kommt die größte Challenge. Wir messen derzeit unterschiedliche Gerätetypen, Kabelboxen, IPTV-Boxen, OTT-Devices wie Apple-TV-Boxen oder Mobile-Devices, iOS, Android, die Vodafone-TV-App drauf haben. Aber es ist eben alles Vodafone. Das heißt, wir haben da schon ein nicht repräsentatives Bild. Wie schaffen wir jetzt, eine Repräsentativität zur Gesamtbevölkerung herzustellen? Das Gute ist, wir haben dafür Partner, Sint und InnoFact. Und gerade InnoFact wird sich darum kümmern, diese Repräsentativität herzustellen, indem wir eine Außenvorgabe uns anschauen und dann natürlich auch die Vodafone-Kunden und dann alles dafür tun werden, eben repräsentativ zu werden. Das Ganze wird soziodemografische Items enthalten, Interessen natürlich, Einstellungen auch, ist es ein vegetarischer Haushalt, eher ein veganer Haushalt etc. pp. Und das Ganze ermöglicht uns dann in der Folge TV-Kampagnen direkt zu kombinieren mit Ad-Hoc-Befragungen, also Brandlift-Studies zum Beispiel, weil in dem Moment, wo das Panel startet, wissen wir ja, weil es ja ein Subset der Gesamtmessung ist, was haben die eigentlich gerade gestern gesehen und können die daraufhin direkt auch befragen online. Der nächste Schritt dann wird sein, dass wir Senderdaten und natürlich First-Party-Daten von Plattformen integrieren. Wir haben es blau markiert, weil es ist noch nicht so weit. Wir sind aber ganz guter Dinge, dass wir es dieses Jahr schon starten können. Wir haben da eine Vision, falscher Versprecher, wie wir das machen könnten und werden da, denke ich mal, auch dieses Jahr noch was zu verkünden haben. Denn der letzte Schritt wird dann eben der sein, auch Hersteller zu integrieren. Und das ist eigentlich auch schon der Schluss. Mitmachen, denn so ein Haus können wir nur gemeinsam bauen. Das ist auch sicherlich die größte Challenge, die wir haben. Gut, vielen Dank.
Sehe ich total komisch. Ich habe vorher gesagt, ich bin total froh, dass ich das Ding hier habe zum Festhalten. Und stattdessen bin ich hier rumgetanzt wie so ein Balletttänzer. Ja, aber ja. Ist doch auch in Ordnung. Okay. Stage is yours. Ja. Du kannst machen, was du willst eigentlich. Okay. Sehr schön. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die Frage Sinn macht, aber du hast eben gerade das Beispiel genannt mit Angela Merkel und mit dem Auto. Ja. Und wie häufig und wie lange war dieses Auto da im Bild? Mal weggedacht von der ganz klassischen, vom Werbespot. Ja. Was machen wir denn genau mit den Produkten, die einfach so im Bild erscheinen, in Filmen, in anderen Formen und wie kann man damit umgehen? Also ich sag mal so ein bisschen so Stichwort, ich hätte es jetzt fast gesagt, Influencer-Marketing. Ja, also wir messen ja aktuell klassisches TV und da muss man immer unterscheiden zwischen, ist ein Produkt zufällig zu sehen oder ist es eben wirklich als Product Placement gebucht. Wenn es als Product Placement gebucht ist, können wir es natürlich analysieren, weil wir vorab, also die Software ist grundsätzlich erstmal darauf eingestellt, klassisch Werbung zu analysieren. Wenn wir wissen, wir sollen auch ein 18-Eintel innerhalb einer Berlin-Tag- und Nachtfolge analysieren, weil es digital platziert wurde da drin, dann können wir das auch messen. Deshalb der Use Case mit dem A8, der ist ein bisschen schräg. Was, glaube ich, besser ist als Beispiel ist, wir können innerhalb der Sportschau oder auf Sky dann messen, wie oft die Allianz-Werbung auf der Bande zu sehen ist. Sowas ist vielleicht interessanter. Ja. Ah ja. Ja. Sehr spannend. Finde ich sehr gut. Okay, haben wir Fragen aus dem Publikum? Da. Markus von Rakuten TV, meine Frage ist, wie sieht es mit CTV aus? Könnt ihr das auch schon? Ist das geplant? Bisher noch nicht. Also was wir... Connected TV nein, weil die Boxen, die wir messen, die am TV hängen, die sind erstmal dumm. Die sehen nicht, was für ein Gerät dran hängt etc. Was wir natürlich sehen, ist, wenn auf der Box Netflix, YouTube etc. genutzt wird, wir sehen nicht, ob derjenige Emily in Paris schaut oder Pepper Woods, aber wir sehen zumindest, Netflix wird aufgemacht, Netflix wird wieder geschlossen. Aber das ist eine gute Frage. Wenn derjenige natürlich, der zu Hause die Vodafone-Box nutzt, nur zum linearen TV, gleichzeitig aber ein Samsung oder LG hat mit einem eigenen Menü, und darauf Rakuten TV läuft, wir müssen nicht sehen. Da bräuchte es eine bilaterale. Wir können ja danach noch sprechen. Sehr gut. Haben wir noch eine Frage aus dem Publikum? Nein, ich glaube nicht. Vielen Dank, Christian. Danke dir. Vielen Dank.